In 10 Abteilungen. 2 Zitate schlachten. Sowie mit ohne Moral hinten dran. Tucholsky. Wer das ist? Der da. Vorname Kurt. Beziehungsweise der da. Der Kurt ist zwar schon ein paar Jahre tot, aber der hat Kabaretttexte geschrieben. Da stellt man erstaunt fest, das gültet ja immer noch. Die Tucholsky-Revue wäre aber nicht mal halb so schön ohne die da, unsere Musiker. Am Klavier Andreas Kuch, manchmal auch Daniel Graz. Am Schlagzeug Burkhard Wiegitz oder Fabian Kraus. Es geht ein Wort durchs ganze Land, durch 100.000 Leben. Das Wort hat ewigen Bestand, du kannst nicht widerstreben. Und last but not least, die Solo-Geigerin des Sinfonieorchesters der Arche, nein, Scherz, unserer Band Henrike Spittel. Es mauert das Baby, wenn es aufgeweckt wird. Lass es sein! Jetzt schielt die Ampel, wenn sie es vollgekriegt. Lass es sein! Es schallt durchs kinderreiche Haus. Lass es sein! Manch Erziehung besteht nur aus. Lass es sein! Übrigens, Frank Zander und Udo Lindenberg sind auch dabei. Kein Scherz. Versprochen. So sagt jeder, was man nicht tun soll und verbietet dem anderen die Hucke voll. Denn das deutsche Volk kann nur ruhig schlafen hinter einer Hecke von Paragraphen. In Verbieten sind sie groß, in Gewehren sind sie klein. Lass es sein, lass es sein, lass es sein. Guck mal, wie süß die Tucholsky-Revue. Das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Psst, ist ein Geheimtipp. Vertrauen Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Im Kabarett Die Arche.